Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Wieder mit dabei die Schnuten Lola, der einzigartige Stecker und Robin. Hallöchen! So, der heutige Plan, einzigartig, wird jetzt hier was erforschen, und zwar bei Elektroschnecken gibt es hier die gelbe Energiefragmente. Das wird er jetzt gleich erforschen. Ich habe Ihnen schon ein bisschen Material. Fertig. Rein. Ja. Abgeschlossen. Wow. So schnell geht's. Das geht aber schnell. Genau, wir kümmern uns weiter um die Kohleproduktion. Wir hatten jetzt gerade... Oh, jetzt quatscht die wieder. Jetzt quatscht die Alte wieder. Oh, jetzt zeige ich noch unseren schönen Text, den wir gerade da geschrieben haben. Schön. Genau. Wir haben offscreen ein bisschen ein mathematisches Problem gehabt, was wir jetzt quasi von selbst gelöst haben. Nämlich das Spiel hat uns gezeigt, wie viel Kohle wir pro Minute dort brauchen in diesen Kohle-Dingsbums. Und Generator. Den Rest. Generator! Und den Rest erklärt euch dann irgendwie jemand, der Bescheid weiß. Ich nehme das mal auf meine Kappe mit dem Rumrechnen, weil ihr habt es ja gesehen, liebe Zuschauer, wenn man einen Kohlegenerator baut und da liegt noch keine Kohle drin, steht oben links nicht der Verbrauch pro Minute drin bei 100% Leistung. Deswegen haben wir gerade ein bisschen rumgerechnet, Brennwerte, schon mal einmal kurz bei Wecki reingeguckt und dieses Brennwertding gesehen. Bei 100% verballert der wohl angeblich 5,4 Sekunden, alle 5,4 Sekunden ein Stück Kohle. Ja, was wir da gerechnet haben, wir kamen nicht auf 15 pro Minute, jetzt steht hier aber 15 pro Minute daran, halten wir uns jetzt erstmal. Wir gucken mal, ob es klappt, wenn nicht, dann nicht. Jo, ja, okay. So machen wir das. Und die Pipeline... Wie ist die jetzt? Wie sind wir da verblieben? Die Rampe für die Pipeline steht jetzt soweit, dass die Pipeline jetzt auch angeschlossen werden kann. Aber wir brauchen natürlich noch Strom für die Pipeline. Das wäre ganz cool, wenn jemand von euch da auch ein bisschen den Strom anschließen würde. Strom. Der erwartet aber auch Dinge. Wir brauchen Strom für eine Pipeline. Ich muss mir erstmal diese Pipeline angucken. Ja. Wir brauchen Strom für die Wasserpumpen. Ich hab's mir bisher nur von Weitem angeschaut. Oh, so. Ach du Heilige, wir brauchen ja noch die Zusatzwasserpumpen. Ich guck mir das jetzt mal an. Obwohl, vielleicht brauchen wir sie doch nicht. Vielleicht reicht noch der Druck von den Wasserextraktoren, wie die heißen. Die haben ja auch so eine Funktion wie die Pumpen selbst. Mit so und so viel Höhenmeter können die überwinden. Müssen wir mal gegendünen. So, wo sind denn da die Pumpen? Sind die da dazwischen oder wo sehe ich die hier? Die Pumpen sind am anderen Ende der Pipeline. Also quasi, ja, ich laufe mal weiter und das gucken wir uns an, liebe Leute. Müssen wir mal gesehen haben, hä? Also krass, wir haben den Planeten schon ganz schön zugeballert mit Beton und Scheiß. Aber so ist der Mensch. Das ist gerade mal der Anfang. Das wäre eigentlich... Das meiste, wo was passiert, wenn die Community jetzt hier mitmacht, wie auf einmal 20, 30 Leute sind, dann gehst du einmal nachts schlafen und nächsten Tag ist der Planet zu betoniert. Das ist schon interessant. Da fallen mir so eine Zukunftsbücher und Filme ein, also so Science-Fiction-Romane, in denen im Prinzip der komplette Planet nur noch aus Beton und Stahl und Menschen besteht. Kilometer hoch in die Lüfte gebaut, zum Beispiel... verdammt, ich habe den Namen vergessen. Aber, ach, nicht. Könnt ihr ja mal... Das Buch kenne ich auch. Ja, genau. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, welches Buch ich meine, beziehungsweise welchen Film. Ich rate mal auf Jules Verne, der hat ja mehr als nur 1000 Meilen unter Meer geschrieben. Nee, Jules Verne nicht. Ich meine nicht das moderne Science-Fiction, aber er hatte halt schon solche Ansätze unter anderem dabei mit solchen Zivilisationen und sowas. Aber was ist denn für ein komischer Baumodus heute hier? So. Ich hab aber das Bücherregal auch nicht mehr hier. Achso, ich wollte eigentlich bis zum Ende der Pipeline schauen. Wurde schon wieder abgelenkt von außerirdischen Pflanzen. Kai braucht Eisenplatten. Ja, ich hol grad welche. So, okay, hier läuft die Pipeline. Ist jemand von euch gerade zufällig noch dabei, gerade den Strom zu legen, bevor wir jetzt so hier nur quatschen und kein Strom... Decker macht das bestimmt schon längst. Der schweigt immer und am Ende steht alles. Das ist geil. Auf Decker ist Verlass. Nein, diesmal mache ich es nicht. Der sitzt irgendwo in der Ecke und raucht eine Kippe. Und trinkt ein Bier.
Oh, ich sehe blaue Schnecken. Jetzt geht das wieder los. So. Ach nee, es sind keine blauen Schnecken. Es sind irgendwelche komischen Pflanzen. Der Wissenschaftler könnte ja mal das Schwarzpulver forschen. Wenn es denn schon geht. Ich glaube, das ist immer so eine Abklingzeit, ne? Mit der Forschung, oder? Nee, müsste eigentlich vorbei sein. Aber ich glaube, dazu brauche ich diese, wie heißen sie? Schwefel und Cola hast du in den Kisten. Ja, ist Schwefel da, ja? Mhm. Okay. So, also Wasser hat der Decker nicht geraucht, sondern der Decker hat Schwefel abgebaut in der Zeit. Ja, ein bisschen habe ich auch davon geraucht. 50 und 25. Okay, deswegen die Pumpen. Ist der Decker heute auch so leise. Die Pumpen haben tatsächlich. Tatsächlich keinen Strom. Ja, davon haben wir ja geredet. Und. Schwarzpulver! Wupp, wupp. Okay, pass auf. Du willst diese Pumpen mit Strom versorgen. Ja. Müssen wir sogar, ansonsten kriegen wir kein Wasser zu den Kohlegeneratoren und dementsprechend ist die ganze Mühe hier für die Katz gewesen. Dann baue ich hier schon mal Strommasten. Oder gehen wir lieber von der... Wenn du Kabel dabei hast, dann könntest du ja auch gleich schon Kabel legen, bevor du die Strommasten zu weit auseinanderlegst. Wäre ärgerlich hinterher. Wie meinst du das? Du kannst, du kannst, wenn du Kabel baust und zum Beispiel von der Wasserpumpe aus ein Kabel wegziehst, dann setzt er dir automatisch eine Blaupause für den Strommast. Ach Quatsch, das ist ja geil. Okay, das wusste ich nicht. Gefällt und da mir kannst gut. Du mal gucken, dann, ob es zu lang ist, das Kabel oder nicht, weil das zeigt dir dann unten an. Wenn er auf einmal rot wird, obwohl es vorher noch blau war, dann weißt du, okay, ist zu lang oder was ist im Weg. Ah, das ist ja geil. Warte mal, da muss ich nochmal hier hoch. Du darfst gleich zu mir kommen und dir Kabel abholen oder bist du oben? Nee, ich hab, das ist gar kein Problem, ich bin da vorbereitet. Soll ich die Stromleitung eher durchs Land ziehen oder mehr so auf der Rampe? Also bei der Pipeline direkt lang. Ich denke, der gemütlichste Weg für dich ist auf der Pipeline entlang, also an der Pipeline entlang. Wenn du da noch jemanden hast, der dir netterweise noch die Fundamente stellenweise erweitert, damit du überhaupt da langlaufen kannst und die Pipeline legen, die Kabel legen kannst. Mach dir da mal keine Sorgen, Robin. Weil die letzte Rampe hier, die ist wirklich nur eins breit. Da haben wir jetzt noch nicht zwei oder drei gemacht. Ich finde das so witzig, dass ich vom Weiten sehe, wie am helllichten Tage zwei Männer kicken da hinten mit der Taschenlampe rumlaufen. Ja, ist witzig, ne? Ich war es nicht. Warte mal. Doch, ich baue mir noch was an. Ich habe ja auch alles dabei. Ist ja nicht so, ne? Ich kann mir ja selber Rampen bauen. Ich brauche euch dafür nicht. Bin jetzt schon groß. Ich habe langsam... Deine Schuhe schon ganz alleine anziehen. Ich höre da schon wieder irgendjemanden lachen. Was? Wer lacht hier? Wer war das? Ja, das frage ich mich auch. Das ist ja frech. So, meine Damen und Herren, heute haben Sie festgestellt, dass der Beutel von Klettverschluss zur Schleife übergewechselt ist. Den verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte gerade noch die große Schnauze, jetzt fehlt es mir doch. Ach, weil ich den Kai hingegeben habe für die Erforschung. Okay, ich habe keine Stromkabel mehr. ich hätte ja auch einmal mal cool wirken können, aber ich bin einmal der uncoolste Satisfactory-Spieler der Welt. Hätte mal klappen können. Aber wie das gut, auch, dass ich cool bin und ganz viel Kabel gerade gemacht habe. Aber ich habe den ersten Ansatz schon geschaffen, Lola. Wir können ja zusammen den Rest, wir können es ja beenden. Weißt du? Lass es uns beenden. Ja. Lass uns zum Höhepunkt der Stromverlegung kommen. Ja. Ich überlasse es aber auch beim Strom. Hab ich überhaupt Aufnahme gedrückt? Oh ja, hab ich. Jetzt habe ich auch erstmal vor Schreck geguckt. Übrigens, wir nehmen jetzt schon die vierte Folge am Stück hintereinander auf, immer noch in der Vorproduktion am 10.11.2021. Nicht noch einen schönen ersten Advent. Nicht, dass ihr euch wundert. Wann war der erste Advent? Der ist dann, wenn die Leute das jetzt sehen. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Advent, liebe Leute. Ich bin nicht so da involviert in diese ganze Weihnachtskasperei. Aber langsam werde ich warm damit, ne? Zwecks Töchterlein und so. Man gewöhnt sich dran, den Quatsch mitzumachen. Ja. Der Tochter zuliebe.
Ich persönlich halte trotzdem nichts davon. Übrigens, den Weihnachtsmann, den gibt's gar nicht. Na toll. Jetzt macht's gut. Gute Nacht. Wie, warum stecke ich dem jedes Jahr so viel Geld in den Rachen? Der sagt, soll meine Ware liefern. Das ist nicht der Weihnachtsmann, das ist Amazon. Das ist Amazon, genau. Scheiße. Lola, wo bleibst du? Ja, ich bin auf dem Weg, du. Ich komm. Du kannst direkt auf der Pipeline langlatschen. Da kommst du am nächsten. Halt, stopp! Kai. Nimm bitte die mittlere Pipe für die nächsten, weil wir brauchen immer pro Pipe können wir 3 Kohlegeneratoren versorgen. Und ich habe ja hier schon 2 angeschlossen und jetzt hast du eine übersprungen hier in dem Fall. So. Oh, okay. Ich Kai verstehe war, den Bahnhof. Der Kai war müde. Oh, da kommt die Lola. Nee, die Wasserextraktoren, Kai, die fördern 120 Kubikmeter Wasser pro Minute. Die Kohlegeneratoren verbrauchen aber 45 Kubik pro Minute, also können wir maximal 3 Generatoren mit einer Pipe versorgen, weil wir haben pro Pipe einen Extraktor dran. Ach so, Lola, du baust jetzt schon von der Richtung aus, oder was? Nee. Nee, ich will, wo muss ich denn hin, du? Hä? Na, einfach den Pipeline nach. Aber du hättest halt auf die Pipeline draufhüpfen müssen. Jetzt bin ich extra wegen dir runtergehüpft und komme selber nicht mehr rauf. Oh, okay. Na, pass auf. Ich bin aber ein Profi. Oh, Alter, ich sehe nichts über Blaupausen. Ja, guck weg, mal. Ich bin schon weg. Lola, von hier aus kommst du. Mhm. Warte. Das sie hat es bestimmt geschafft. Okay, nee. Nee, oh, nee, da baue ich halt noch so ein Ding. Oh. Meine Fresse. Hey, kennst du das mit dem Kreuzelement hier? Ja, nee. Das macht sich besser, glaube ich. Wenn du erstmal gerade durchziehst bis zur dritten und dann machst du die Kreuzung für die erste und die zweite. Ja. Ui. Ich stell mich mal an die dritte, damit du weißt, wohin. Damit du weißt, wohin? Hier. Ja, schön auf den Arsch leuchten, du. Oh. Kai, nächster Tipp, du kannst das Rohr auch eindrehen. Du musst es nur gut einschmieren. Ja. Ordentlich einschmieren und dann läuft der Laden. Also entweder machst du die Halterung einen Meter davor oder du drehst ich gebe dir doch bloß Bauhinweise, wie du das halt einfacher machen kannst. Lass mich. Bauhinweise. Geh weg. Manche nennen es Bauhinweise. Das wird so nichts. Das wird so nichts. Weil die Physik das nicht hergibt. Oh Mann. Becker, lebst du noch? Geht's dir gut? Jetzt war das Mikrofon wieder da. Ja, der sitzt schon wieder auf dem Klo. Warte, jetzt machen wir mit dem Mausrad. Dreh das ein. Du kannst es mit dem Mausrad jetzt schon eindrehen, bevor du den ersten Klick machst. Du hast Nudelloop drin. Also Nudelloop. Was? Nudelloop? Baumodus heißt das. Das heißt wirklich Nudel. Englisch Nudel. Ohne Scheiß. Lola, mach mal den Baumodus Auto rein. Ich bin da. Dann mal bitte Kabel. Ist drin. Ja, du musst dann auch noch neu anfangen mit dem Baumodus. Dann kümmerst du dich um die eine Leitung und ich um die andere. Vielen Dank. Reicht dir das, wenn ich müsst so Bescheid sagen? Und jetzt mit dem genau. Guck mal. Alter, guck mal, das schon wieder funktioniert, oder? Ne? Na, wenn es nicht reicht, dann halte ich meine Nudel in den Wind. Okay. Oh, das ist scheiße. Weißt du, was ich jetzt nicht mitgenommen habe? Beton? Was brauchst du denn? Ich habe alles da. Außer Kabel. Also die Kabel, die bald jetzt. Was brauchst du denn? Ja, Kabel ist gut. Ich muss die Strom. Brauchst du Beton? Gesundheit. Brauchst du Beton? Ich glaube, Lola hat einen Schlaganfall. Darüber ist aber echt nicht zu scherzen, ob es gerade witzig ist. Ist so lang. Brauchst du jetzt Beton oder nicht? Ich brauche Kupferdraht. Was brauchst du? Kupferdraht? Ja. Ja, guck, 500. Erstaunlich, dass er es verstanden hat, weil ich hab's nicht verstanden. Und ich möchte bitte, dass du links von der Pipeline langläufst. Du kreuzt jetzt hier nicht.
Du kreuzt nicht meinen Stromweg, ich sag's ja. Kaya, das ist okay? Ja, ja, geht schon. Alter Schwede. Ich dachte, jetzt kommen wirklich noch die Schläge von deiner Frau, so wie ich das angehört habe, bis ich gesehen habe, du bist gar nicht mehr auf der Rampe drauf. Und für dich habe ich Stromkabel gemacht, du Arschloch. Was heißt denn hier, du Arschloch? Ich sag doch nur, wie es läuft. Ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Kannst doch einfach mal auch einsehen, dass ich recht habe. Auch wenn ich keine Ahnung von dem Spiel habe. So nicht mit Recht zu tun. Ach, das ist aber geil, dass man dich drum. Übrigens, liebe Zuschauer, ich will bloß mal sagen, eigentlich sind wir miteinander alle befreundet. Nur wenn es ums Spiel geht, fangen wir an, uns zu erwürgen. Ich kenne diese Idioten überhaupt nicht. Lasst euch nicht voll lügen, liebe Zuschauer. Ich kenne diese Idioten überhaupt nicht. Die haben mich erpresst, die haben gesagt. Wenn du nicht mitmachst bei dieser Scheiße, dann werden wir deinen YouTube-Kanal sowas von kurz und klein reden und überall schlecht machen. Und da hab ich gesagt, noch schlechter als er eh schon ist. Aber wer baut denn hier so eine Eckennei, ey? Tschüss. Ja, es ging nicht anders. Ich krieg das irgendwie nicht hin mit dem richtig Drehen der Foundations, wenn man so im freien Baumodus ist. Wenn du es besser hinbekommst, dann viel Spaß, ist deine Aufgabe in Zukunft. Du solltest mal ein bisschen mehr Valheim spielen. Valheim! Das funktioniert hier anders als bei Valheim, mein Lieber. Vollkommen anders. Ach, das ist ja geil. Wisst ihr, was ich gerade rausgefunden habe? Wenn ihr gerade eine Stromleitung legt und die Blaupause euch angezeigt wird, könnt ihr trotzdem auf eine schrägen Rampe C drücken, um runterzurutschen. Ja, okay. Das ist ja, cool. Stimmt, man kann allgemein bauen und dabei runterrutschen, das geht allgemein. Rutschen wir mal am Buckel runter. Lola, wie weit bist du? Bei unserem Rodelwettbewerb hatte ich ja erst überlegt, erschieße ich euch oder setze ich euch eine Mauer einfach vor die Nase? Du bist ja manchmal schon so ein kleiner Wichser, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt? Ich hab keinen Beton mehr. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, der Einzigbartig hat mich sogar abgeknallt. Was? Ey, dass ich sowas machen würde. Rufmord. Lola, du weißt schon, dass das ein Rennen war, ne? Ich gewinne das. Ich mach's sogar. Ich sag auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, da kommt kein Kontra von ihr. Was ist denn da los? Ich bin gleich Erster. Schlaue Menschen wissen, wann sie leise sein müssen. Wie sie jetzt alle schweigen. Losbeutel, sag was. Ich wollte gerade sagen, war der Witz von Mike Krüger? Der schönste Witz von Mike Krüger ist immer noch, geht ein Zyklop zum Augenarzt. Verstehst du? Der geht nicht zum Augenarzt, sondern zum Augenarzt. Weil es ein Zyklop ist. Seid ihr nur doof, oder was? Wenn man einen Witz erklären muss, dann ist er nicht witzig, das weißt du, oder? Ach ja, nee, wenn man einen Witz erklären muss, dann sind die Zuhörer zu blöd, den zu verstehen. So. Jungs und Mädels, kann mir bitte mal einer von euch erklären, wie zur Hölle ein mobiler Miner 3 Kilometer gefühlt über unsere Base platziert wurde? Was hast du geraucht? Ich hab das hier auf dem Schirm gerade, das mobiler Miner, der hängt da in der Luft. So nenne ich die Folge. Was hast du geraucht? Und warum ohne uns? Scheiß Ego, hast nichts abgegeben. Oben ohne. Der Folgetitel wird sehr lang. Oben ohne und ohne uns. Sag mal, wo sollte jetzt der Strom hin? Ach so, zu unserem. Ja, warte mal. Wo sollten wir hin? Ich bin jetzt Lass raten, wo wir den Strom brauchen, um noch mehr Strom zu produzieren. Ich bin jetzt hier bei den Kohlereaktoren. Muss ich noch weiter bis zur Biomasse runter? Das sagt keiner was. Ich glaube, ich bin aus dem Discord rausgeflogen. Ja. Um an einem anderen Strommast anzuschließen. Also, ich mache jetzt hier Schluss. Also, an der Stelle, ich habe meine Arbeit getan. Lola hat verloren. Ich habe das Rennen gewonnen. So. Liebe Zuschauer, ich muss mal sagen, es ist gerade 23:05 Uhr, das ist die 4. Folge am Stück, die wir aufnehmen.
mit der Aufmerksamkeit und der Zurechnungsfähigkeit ist halt auch nicht mehr so weit hin. Die Einzigartigkeit. Die sowieso nie da war. Ich habe jetzt Strom an diesem Ding, an der Wasserpumpenförderung. Ich habe das hier unten an den Strommast angeschlossen. Gut. Habe ich wirklich alleine geschafft. Robin, ich glaube, ich habe dasselbe geraucht wie du. Du siehst auch den meiner da oben, oder? Wo denn? Ja. Gut, das könnte mich der Grund sein, warum immer das Spiel abstürzt, wenn ich unsere seelenlosen Pappenheimer, die hier immer rumsitzen, wenn ich die töte. Das könnte wirklich der Grund sein für den Spielabsturz. Was denn für meiner? Meiner. Na, hier hängt ein Meiner in der Luft. Wo denn? Ah, da. Da oben? Können wir den kann wegmachen? Kann ich sogar anbringen, der ist wirklich da. Ey, cool, warte. Ja. Müsstest du noch mit dem Turm da? Ich glaube, mich muss jemand retten. Nee, okay, ich lebe noch. Dann gehe ich mal hin und baue eine Rampe hoch. Kann ja wohl so nicht angehen. So, kriegen wir in der Folge das Ding hier nochmal angeschlossen und versorgt oder wäre das nichts? Was denn? Das Wasser müsste jetzt, wenn Beute alles richtig gemacht hat, müsste das Wasser jetzt... Also mein... Nein, tut's ja gar nicht. Scheiße, wir müssen jetzt... wir müssen noch gucken, ob jetzt überhaupt Wasser oben ankommt in der Pumpe. Mein Wasser läuft. Mein Wasser läuft definitiv. Nee, das Problem ist ja, du hast ja gesehen, die Wasserpumpe ist ja da unten in diesen See gebaut worden, aber die Pipe geht erstmal 10, 20 Meter in die Höhe. Ich möchte hier müssen erstmal überbrücken. Ich möchte jetzt keine Ausreden hören. Hört mal auf, Blaupausen dort oben anzuzeichnen. Ich mache gerade einen Screenshot. Lola, du hast verloren. Fuck. Ich habe meine Screenshots vergessen. Gut, kannst weitermachen. Ich habe einen Screenshot. Ich habe gar nicht aufgehört damit. Ja. Also Durchflussrate ist null. Nein, das passiert schon wieder. Okay, jetzt bin ich wirklich... Am Anfang der Pumpe an. Was ist heute? Es ist wieder passiert. Ich dachte, da geht's runter, aber da ist nichts. Ich bin gesprungen und bin zweimal am Nichts gelandet. Also, falls jemand zufällig in der Nähe sein sollte, wäre ich sehr verbunden. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Wasserpumpe. Ich glaube, die Lola wird es nicht sein, auch wenn die gerade in der Nähe ist. Sie wird mich, glaube ich, nicht mehr retten heute, weil sie einfach ein schlechter Verlierer ist. Robin, das waren sogar zwei meiner gewesen da oben. Lol. Die habe ich vorhin weggeschmissen. Warum schmeißt du die 3 Meter in die Luft? Na, weil ich es kann, hast du doch gesehen. Könnte auch erklären, warum du ständig aus dem Spiel geflogen bist. Nee, das habe ich vorher, weiß ich nicht. In der Folge habe ich das gemacht. Ah, okay. Oder auch nicht. Wollte die eigentlich nur auf den Boden schmeißen. Und irgendwie habe ich sie dann auch nicht mehr gesehen. Hab mir gedacht, okay, die werden schon irgendwo gelandet sein. Geile Scheiße. Was bin ich froh, wenn wir endlich schnellere Fortbewegungsmittel haben. Ich latsch ja, mir hier immer. Warum sind jetzt hier eigentlich 2 Stromleitungen gelegt? Doch, da liegt hier jemand. Ja, eine linke, eine rechte. Eine für das linke Wasserwerk, eins für das rechte Wasserwerk. Jetzt sag nicht, das war jetzt nicht in Ordnung. Eine das war nicht in Ordnung, weil wir haben A, 3 Wasserwerke und B, kannst du doch an einem Strommast mehrere Kabel anschließen. Nein, Robin, ich wollte ein Rennen mit Lola und ich habe es gewonnen. Ach so. Dann mache ich die ganze Scheiße jetzt hier umsonst? Nein, doch, Lola. Doch, dann reise ich jetzt okay, nee, nicht ganz umsonst. Du hast Beutel unterhalten, du hast ihn beschäftigt, damit er uns nicht im Weg steht. Also jetzt wäre eigentlich wieder der Zeitpunkt, dass Beutel sagt, ich habe mich mit dem Spiel aber privat beschäftigt und ich habe das voll verstanden. Ja, ist ja so. Sonst hätte ich ja niemals gesagt, komm Lola, wir bauen 2 Stromleitungen. Ist echt eine Chaotenbande, ey. Warum? Aber guck da mal, das sieht doch... Warum hab ich nur gesagt, ja, ich mach mit, wie so. Das sieht doch viel professioneller aus, oder nicht? Ja, genau. Es sieht genauso professionell aus wie die beiden Rampen, die wir da hingebaut haben. Guck mal, die Lola gibt's echt auch Mühe, finde ich. Also, muss man hier lassen. Schade, dass Lola ohne Facecam aufnimmt. Ich würde gern ihre Faust gerade sehen. Ich glaube, ihre Faust ist ein wenig gesplittet gerade im Moment. So, hier passiert irgendwas. Ein Fünftel steht ab und das ist das mittlere Fünftel. Lola, soll ich dich unterstützen ein bisschen? Nö. Aber das wird wehtun. Das hat nicht so weh getan. Alles gut. Ei, in deiner Forschungskisten liegen Schwarzpulver.
wenn du weiter forschen willst. Oh, sehr schön. Ich bin aber gerade hier mit an der Pumpe dran. Ja, wir brauchen Wasser im Arsch. Wir brauchen Zusatzpumpen. Es geht nicht ohne. Ach, deswegen verliert die Lola. Die hat nicht zugehört, Robin. Nee, das war ja vorhin bloß Spekulation, ob wir welche brauchen oder nicht. Nee, es ging um, dass man die Stromleitung, wenn man die dran setzt, dass der automatisch den Strommast schon setzt. Weißt du? Achso, und das hat Lola nicht gehört, oder wie? Ja, anscheinend macht sie das anders. Sie setzt halt erst eine Platte, dann den Mast drauf und dann zieht sie erst das Kabel. Ah, okay. Ja gut, wenn du ja auch, unfair wie du bist, die Seite gibst, wo keine Platte ist, wenn du dich ins gemachte Nest setzt. Na gut, das stimmt nicht ganz. Ich musste selbst auch ein paar Platten setzen. Ich glaube, Lola, die ist gerade so zerknirscht. Ich glaube, die zerbricht gerade ihre Tastatur. Mhm. Nicht dazwischen. Nee, das geht gar nicht. Warte, ich setz dir eins. Ich hab Pilze. Ja. Lola, mach's dahin. Ich kann Farben hören. Okay, ohne Schaden. Cool. Wow. Ich will bloß mal ganz kurz anmerken, theoretisch ist der Timer schon abgelaufen, aber wäre es nicht ein wunderbarer Sonntagsfolgenabschluss, wenn wir das noch hinbekommen, dass hier verdammt normal das Wasser an die Leitung kommt? Ja, sie schüttert. Sie setzt es jetzt aus Trotz nicht auf die Platten, die ich hier setze. Das kann ja auch nicht wahr sein. Das kann ja auch echt nicht wahr sein. Seht ihr das? Voll beleidigt. Weißt du, wenn sie mich hier rund macht, weil ich nicht weiß, was ein Verteiler ist, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn ich aber... Naja. Aus irgendwelchem Grund haben die jetzt keinen Strom, die Pumpen hier. Ich glaube, du hast die falsche Seite angeschlossen. Ja, du hast die falsche Seite genommen. So, das heißt... Da war nichts voll. Plus und Minus verkehrt rum. Das sind die Zusatzpumpen hier, oder was? Da, wo du stehst? Da, wo ich stehe, sind die Zusatzpumpen, ja. Und Decker, da, wo du jetzt stehst, die Seite ist die Leitung, wo die wirklich am Strom dran ist. Du hast gerade den Strom weggenommen. Nein, hier ist kein Strom auf den Pumpen gewesen. Deswegen habe ich es weggenommen. Du hast die falsche Seite, Lola Seite genommen. Ich habe den ja extra mit der anderen Seite angeschlossen. Achso, nee, brauchen wir doch nicht. Das ist der Mann. Weil hier vorne war nichts mehr frei. Ohr am Rohr. Guck mal, Decker. Hier hinten ist noch ein Mast. Ja, den habe ich ja genommen. Weiteren Mast hier. Ja, dann nehme ich hier ein. Aber da war kein Strom drauf. Wie geht das? Da war Strom drauf. Ich habe die Pumpen gesehen. Wie geht das? Es war wireless. Jetzt ist Strom auf den, jetzt ist Strom auf den Pumpen. Ja, war ja jetzt eben sehen wir auch, dass das schon weiter pumpt. Eigenartig. Wer hat denn die Ansage gemacht? Ach, ich. Ja, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Nikolaus oder wie der Typ heißt. Und ja, ich glaube, ich muss mal einen Strauß Blumen kaufen, damit Lola wieder mit mir redet. Es hat trotzdem Spaß gemacht, natürlich, weil ich das Rennen gewonnen habe. Und vielen Dank, Kai, vielen Dank, Robin, vielen Dank, Decker und naja, Lola redet ja nicht mehr mit mir. Trotzdem vielen Dank, Lola. Es hat Spaß gemacht. Leute, ich glaube, das sollte die Sonntagsfolge sein, oder? Ja. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Start in die Woche. Kommt gut rein und stresst euch nicht zu sehr. Und viel Spaß beim Stromverlegen gegen denjenigen, den ihr sonst eigentlich gut leiten könnt. Ja. Ciao. Macht gut. Ciao, ciao. Ich schwafel 5 Minuten lang rum, ey. Geil. Ja. Das hab ich noch auf dem Abschluss. Er schwafelt 5 Minuten lang rum, ey. Ich auch. Genau. Ja. Prinz Albert. Oder? Prinz Albert. Wie kommt man dazu, sich einen Prinz Albert zu machen? Ja, ich war jung und hatte Bock und hatte Bock drauf. Keine Ahnung, ich auch nicht. Ja, lass mich raten, ihr wart dann auch so dämlich, die Hundeleine am Prinz Albert zu befestigen? Ja, genau. Und dann haben wir halt Tauziehen gemacht. Ja. Und lass mich raten, einer von euch beiden hat jetzt einen Schlangenpenis?
Nee, es war ein bisschen schmerzhaft, aber irgendwie auch lustig in dem Moment. Der eine ist beschnitten. Oh, scheiße. Oh, so, jetzt noch mal kurz wegen dem Kohlegenerator.